Hätte die Faust vorm Grinsen im Weg. Guten Morgen, meine Lieben. Ich dachte, ich erzähle euch heute mal kurz, was bei der Therapie passiert ist und was mir gleich noch so einfällt. Ich weiß es noch nicht. Der Kleine ist gerade aufgewacht, hat bis eben noch geschlafen, deshalb dachte ich, ich nutze gerade noch den Moment, weil morgens, wenn ich aufstehe, ich zeige euch das mal. Dann lasse ich ihn immer noch so im Bett liegen, weil drehen tut er sich noch nicht und so, selbst wenn er sich dreht, kommt er nicht weit. Und meistens schläft er dann direkt nochmal ein, wenn ich mich fertig mache. Aber jetzt ist er gerade aufgewacht. Na gut, wir schauen mal, dass ich euch trotzdem was erzähle. Ich werde mir jetzt mal auf den Schoß nehmen. Guten Morgen, Schwäppi. Hast du noch mal ein bisschen geträumt? Na. Guten Morgen. Bist du aber warm und kuschelig? Also, wir waren am Donnerstag wieder bei der Therapie. Und die gute Dame war sehr zufrieden. Wir haben eigentlich alles ganz gut soweit gemacht. Nur, dass er von alleine immer noch eher die Rückenmuskulatur benutzt, als dass er sich vorne abstützt. Und haben wir halt mit den Turnübungen angefangen. Da muss ich sagen, das hat mich im ersten Moment schon... Ich wusste, dass sie schon einen guten Job macht. Ich bin deshalb ruhig geblieben. Ich dachte mir schon, oh Gott, der Arme. Im Prinzip besteht es daraus, dass man sich unter seiner Brustwarze einen Punkt sucht, wo man drücken muss. Und gleichzeitig muss man den Kopf in einer bestimmten Position halten. Und es löst einen Reflex aus, der dafür sorgt, dass er die Wirbelsäule komplett streckt. Und das erkennt man in bestimmten Bewegungen dann. Oh. Das ist ziemlich anstrengend und natürlich hat er auch den leichten Druck auf dem Brustkörper. Schmerzen an sich sind das nicht. Aber es ist halt komisch, weil es auch Muskeln sind, die er ja bisher noch nicht so richtig verwendet. Und das ist halt ziemlich anstrengend. Und da war es dann schon so, dass er am Anfang das noch recht komisch fand und erstmal nur interessiert geschaut hat. Und dann, als der Druck aber war und er die Muskeln anspannen musste, hat er dann doch ganz schön angefangen, sich zu beschweren darüber. Wobei auch sofort, wenn der Druck wieder gelöst wurde, war es wieder gut und er war wieder am Strahlen. Also es war halt wirklich nur die Anstrengung. Wir müssen das jetzt auch zweimal täglich zu Hause machen. Wir machen das immer morgens und abends, am liebsten zusammen. Das trifft sich auch ganz gut, dass mein Mann nächste Woche Urlaub hat. Da bin ich ganz froh drum. Weil am Donnerstagabend haben wir das erste Mal gemacht. Da war es für ihn ganz schlimm. Da wusste er, glaube ich, auch direkt, was passiert. Da hat er vorher schon angefangen, sich zu beschweren. Gestern hat er morgens sich auch noch ein bisschen beschwert dabei. Abends schon eigentlich gar nicht mehr. Abends haben wir dann halt, also er war dann sowieso nicht mehr so doll sich am Beschweren und er beruhigt sich immer sehr gut und sehr schnell, wenn er was nuckeln darf. Und ich habe ihm dann gestern halt meinen Finger zum Nuckeln angeboten währenddessen, der hilft immer ein bisschen besser wie der Schnuller. Und da hat das dann ganz ruhig mitgemacht und hat super durchgehalten und war danach auch überhaupt nicht schlimm. Man hat halt schon gemerkt, dass er sich angestrengt hat, aber schlimm war es dann eigentlich gar nicht mehr. Er musste sich halt irgendwie wieder beruhigen, weil im ersten Moment ist es halt schon immer so ein bisschen so, oh, ich muss mich jetzt anstrengen, oh Gott, ich will doch aber gar nicht. So wirkt das auf mich. Man macht diese Übungen nackig und man sollte diese Übungen sowieso nur unter professioneller Anleitung machen. Deshalb werde ich euch das nicht genau in einem Video zeigen. Man könnte es problemlos machen, weil, wie gesagt, mit Finger, Mund oder Schnulli ist er da auch ziemlich ruhig bei. Aber erstens möchte ich meinen Sohn nicht nackt im Internet haben und zweitens, wenn ihr sowas braucht, solltet ihr euch das eh genau zeigen lassen von jemand anderem. Aber ich denke, wir kommen ganz gut klar. Dann sollen wir weiterhin natürlich die Bauchlage mehrmals am Tag mit ihm machen. Und dazu
Also wenn er das so gar nicht macht, wie er es zurzeit macht, können wir ihn auch ab und an tagsüber auf ein aufgerolltes Handtuch quasi legen, also ein Handtuch quer aufrollen, und das dann so hinlegen, dass er mit dem Bauch quasi drauf liegt, weil er dann sich nicht mehr über die Rückenmuskulatur halten kann. Weil wenn er sich mit der Rückenmuskulatur so aufrichtet, dann liegt er quasi immer auf dem Bauch und hat da seinen Hauptpunkt, wo er sich ausbalancieren muss. Und wenn man ihm das aufgerollte Handtuch drunter legt, dann geht das nicht, weil er sich da nicht ausbalancieren kann. Und dann muss er sich eigentlich vorne abstützen. Das hat er immer noch nicht so ganz verstanden. Also meistens ist er dann eher mit der Stirn irgendwo auf der Unterlage. Aber manchmal merkt er dann schon, ach, wenn ich mich abstütze, kann ich ja trotzdem gucken. Das ist ja cool. Und so kann dieser Verstehprozess, das kann einfach helfen, dass er das besser versteht. Das machen wir momentan. Ja, das ist eigentlich alles, was mir zu der Therapie einfällt. Ansonsten habe ich gestern kein Video gemacht, weil ich gestern, ja, wir waren beschäftigt. Und die Zeit, die ich hatte, habe ich mit Backen verbracht. Ich werde euch gleich mal eine kleine Videosequenz einschnipseln, wo ihr seht, was ich so gezaubert habe. Ein kleiner Einblick, was ich für Ostern gemacht habe. Der Kleine ist bei Papa auf dem Arm, nicht wundern. Ein paar Ostereier, für jeden eine Blume. Hier noch ein paar Ostereier. Das ist übrig geblieben. Da sind Hasenohren. Und Blumenherzen, Ostereier. Leider ist uns eine Fuhre verbrannt mit Hasenohren, aber die behalten wir einfach bei uns. Die schmecken auch noch, sehen nur nicht so schön aus. So könnte das also aussehen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie die restlichen Körbe aussehen, dann, also ich werde es dann noch schön in Körben anrichten. Das ist ja für die Schwiegereltern und für also meinen Schwager, Carstens Bruder. Ich werde am Sonntag mache ich ja morgens noch mein Weltwatchers-Video. Ich hoffe, dass ich es auch schaffe, noch zu schneiden, bevor wir los müssen. Dann könnt ihr das Sonntagnachmittag sehen. Und dann werde ich euch da einen Videoabschnitt reinschnipseln, wo man dann sieht, wie die fertigen Körbe aussehen, die ich dann mache. Weil ich kann die jetzt noch nicht machen, sonst würden die Kekse austrocknen. Jo. Irgendwas vergesse ich gerade, 100 Pro. Ich weiß nur nicht, was. Na egal. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. War da nicht wichtig, werde ich euch sicherlich dann noch erzählen. Ja, wir machen uns jetzt mal tags fertig, weil er ist ja hier noch im Schlafentzug. Wir müssen heute auch wieder Fingernägel schneiden. Und jetzt gehen wir gleich erstmal rüber, machen Sport, machen uns sauber, ziehen Tagesklamotten an. Und dann schauen wir mal, wozu wir heute so kommen. Ciao.